In einem orthonormierten Bezugssystem der Ebene ist die Parabel mit kartesischer Gleichung y gleich x plus 1 im Quadrat angegeben. Bestimme den Ort der Mitte der Sehne, die auf dieser Parabel durch eine veränderliche Ursprungsgerade abgeschnitten wird. Am Anfang haben wir diese Parabel P mit kartesischer Gleichung y gleich x plus 1 im Quadrat. Auch gibt man uns eine Ursprungsgerade, das heißt eine Gerade d, die den Ursprung enthält. Jede Gerade d, die den Ursprung enthält, hat als kartesische Gleichung y gleich m mal x. Außer die y-Achse, die hat als kartesische Gleichung x gleich 0. Aber die y-Achse schneidet diese Parabel in einem einzigen Punkt und nicht in zwei. Also brauchen wir diese nicht zu berücksichtigen. Die Zahl m in dieser kartesischen Gleichung ist nichts anderes als der Steigungsfaktor dieser Geraden d. Hier kann ich per Kursor diese Zahl m verändern. Was wir suchen, sind zuerst mal zwei Schnittpunkte, hier P1 und P2, von der Parabel und der Geraden. Die Koordinaten von diesen Schnittpunkten erfüllen die Gleichung der Parabel, weil die Punkte ja auf der Parabel liegen. Sie erfüllen aber auch gleichzeitig die Gleichung der Geraden, weil diese Punkte ja auf der Geraden liegen. Was wir suchen, ist der geometrische Ort solcher Mitten M von solchen Strecken P1, P2. Wir suchen also, wo sich dieser Punkt groß M befindet. Die Koordinaten von P1 und P2 erfüllen dieses Gleichungssystem, aus dem wir sofort schließen, dass x plus 1 im Quadrat gleich m mal x sein muss, denn beide Terme sind ja gleich y. Das führt also zu dieser Gleichung zweiten Grades in x. Wir erheben x plus 1 im Quadrat, vergessen natürlich das Doppelprodukt nicht. Und jetzt können wir für diese zwei Terme noch ein x ausklammern. Um diese Gleichung zweiten Grades zu lösen, berechnen wir zuerst die Diskriminante Delta, das heißt b² minus 4 mal a mal c. Delta ist also gleich zu dieser Differenz und die führt sofort zu diesem Produkt. Um herauszufinden, wann Delta streng negativ, 0 oder streng positiv ist, machen wir eine Zeichentabelle für Delta. Die zwei besonderen Werte von m sind 0 und 4. Daher diese Zeile für m. Wenn m gleich 0 oder gleich 4 ist, dann ist die Zahl Delta gleich 0. Also da und da tragen wir 0 ein. Außerhalb dieser zwei Nullen schreiben wir das Vorzeichen der Vorzahl von m². Also das Vorzeichen von 1, das ist Plus, da also auch Plus, und zwischen den zwei Nullen das entgegengesetzte Vorzeichen. In der Tabelle lesen wir ab, dass Delta streng negativ ist, dann und genau dann, wenn m sich streng zwischen 0 und 4 befindet, also so. Und in dem Fall, wo Delta streng negativ ist, hat diese Gleichung zweiten Grades keine Lösung, also in diesem Fall gibt es keinen Schnittpunkt der Parabel P mit der Geraden d. Diese Schnittmenge ist also leer. Ich stelle das hier mal so ein, m befindet sich so zwischen 0 und 4, und zwar streng, und wir erkennen deutlich, die Parabel und die Gerade haben keinen gemeinsamen Punkt. Jetzt schauen wir im zweiten Fall, wenn Delta gleich 0 ist. Das ist der Fall da und da,
Also dann und genau dann, wenn m 0 ist oder wenn m 4 ist. Wir haben also hier diese zwei Unterfälle zu beobachten. Was ist, wenn m 0 ist und was ist, wenn m 4 ist? Wenn m 0 ist, dann haben wir hier als Gleichung x² plus 2 mal x plus 1 gleich 0. Also x plus 1 im Quadrat gleich 0. Das heißt x gleich minus 1. Also wenn m 0 ist, dann ist x minus 1 und y ist ja dann 0 mal diesen x-Wert minus 1, das heißt 0. Da gibt es also den einzigen Schnittpunkt mit Koordinate minus 1, 0. Ich werde jetzt den Kursor auf m gleich 0 stellen. So, und wir erkennen deutlich, es gibt einen einzigen Schnittpunkt von Parabel und Gerade. Das bedeutet also hier, diese Gerade ist tangent zu dieser Parabel. Und die Koordinate vom Schnittpunkt ist effektiv minus 1, 0. Jetzt der zweite Unterfall. Was ist, wenn m 4 ist? Wenn m 4 ist, dann führt diese Gleichung zweiten Grades zur Gleichung x² minus 2x plus 1 gleich 0, also x minus 1 im Quadrat gleich 0. Das bedeutet, dass x 1 ist. Und wenn x 1 ist und m 4 ist, dann ist y 4 mal 1, also 4. Und somit finden wir auch hier den einzigen Schnittpunkt, der als Koordinate 1, 4 hat. Ich stelle jetzt m ein auf 4. Jetzt steht m auf 3,9 und jetzt auf 4. Und wir erkennen hier, die Parabel hat mit dieser Geraden einen einzigen Schnittpunkt, und zwar diesen Punkt P1 mit Koordinate 1, 4. Auch hier ist d tangent zu dieser Parabel P. Wir analysieren jetzt den dritten Fall, in dem Delta streng positiv ist. Delta ist streng positiv, da und da. Also das ist der Fall, dann und genau dann, wenn m streng kleiner ist als 0 oder wenn m streng größer ist als 4. Und in diesem Fall, wo Delta streng positiv ist, hat diese Gleichung zweiten Grades zwei verschiedene Lösungen, was also bedeutet, dass die Gerade D die Parabel P in zwei verschiedenen Punkten P1 und P2 schneidet. Die Abszisse von P1 erhalten wir durch minus B minus Quadratwurzel von Delta geteilt durch 2 mal A. Und die Ordinate y erhalten wir durch m mal diese Abszisse, also so. Die Abszisse vom zweiten Punkt P2 erhalten wir durch minus b plus Quadratwurzel von Delta geteilt durch 2 mal a. Und wieder die Ordinate erhalten wir durch m mal diese Abszisse durch diese Gleichung. Wir suchen die Koordinate vom Punkt M Mitte dieser Strecke P1, P2. Also die Koordinate von M ist die Summe dieser zwei Koordinaten geteilt durch 2. Und so erhalten wir als Koordinate von diesem Ortspunkt M M minus 2 halbe M mal M minus 2 halbe. Und dank dieser Koordinate erkennen wir schnell zwei parametrische Gleichungen des geometrischen Ortes, den wir suchen. Und zwar x gleich m minus 2 halbe und y gleich m mal m minus 2 halbe. Um die kartesische Gleichung von diesem geometrischen Ort L herauszufinden,
brauchen wir nur den Parameter m zu eliminieren. Die erste parametrische Gleichung sagt uns, dass m gleich ist zu 2x plus 2. In der zweiten parametrischen Gleichung können wir also m da und da durch 2x plus 2 ersetzen. Ist gemacht. In der ersten Klammer können wir 2 ausklammern und diese 2 verschwindet dann mit dieser 2 im Nenner. So bleibt hier noch x plus 1. 2 minus 2 macht 0, also bleibt hier 2x. Die Gleichung lautet also y gleich x plus 1 mal 2x. Das heißt y gleich 2x² plus 2x. Das ist die kartesische Gleichung von dieser roten Parabel. Aber Vorsicht, nur die Punkte der roten Parabel sind zu berücksichtigen, für die m streng kleiner ist als 0 oder m streng größer ist als 4. M ist streng kleiner als 0, das bedeutet durch diese Gleichung, dass x streng kleiner als minus 1 sein muss und m ist streng größer als 4, das bedeutet wieder durch diese parametrische Gleichung, dass x streng größer sein muss als 1. Von dieser roten Parabel behalten wir also nur die Punkte, die hier in violett eingezeichnet sind, für die x streng kleiner ist als minus 1 oder für die x streng größer ist als 1. Von der roten Parabel muss man also all diese Punkte entfernen. Das sind zwar Punkte von dieser Parabel, aber sie erfüllen diese Bedingung nicht. Solche Punkte bilden einen sogenannten Parasitort. Der geometrische Ort ist also gebildet durch diese Punkte und diese Punkte.